So, damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. In der letzten Folge sind wir hier unten in den Katakomben irgendwie angekommen, beziehungsweise in dieser Höhle, in diesem Labor. Und wir sollen, wie ihr da schon seht, Billy im Hauptlabor finden. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut es auf jeden Fall vorher einmal an, weil da ist einiges passiert. Judy, probieren wir mal unser Glück. Wir gehen natürlich erstmal wieder auf Batteriesammlung. Und ich habe keinen Schimmer, wie ich den Geist, beziehungsweise diesen Wallrider, wie ich den austricksen kann. Also ich könnte ja probieren, aber er ist scheiße schnell, ihn von da hinten wegzulocken. Quasi hier so im Kreis mit ihm zu laufen, indem ich ihn hier rüber jage. Kann ich eigentlich hier rüber springen? Ja, das würde gehen. Hier rüber springen, würde auch gehen. Hier lang, da lang. Okay. Probieren wir mal unser Glück. Mal gucken, ob er uns soweit folgt. So, jetzt folgt er uns ja. Hello! Jump number one. Jump number two. Hier wieder zurück. Hier wieder zurück. Da dann hin. Hier einmal kurz Lämpchen angemacht. Kann ich nicht hin? Kann ich machen, was ich will? Kann ich auch nicht hin? Okay. So, wir machen das nochmal. Run, boy, run. Sorry, sorry, sorry. Run, boy, run. Wir gehen jetzt nochmal zur der Tür. Hier zu der hier. Und versuchen die hier irgendwie zu öffnen. Was nicht funktioniert. So, jetzt rennen wir hier wieder kurz nochmal lang. Damit wir nochmal ein bisschen Zeit bekommen. Okay. Das muss erst mal einer raffen, dass ich dazwischen hin muss. Okay. Okay, wie komme ich durch? Okay, 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 okay. Kann ich die Tür zumindest mal schließen. Hier gibt's noch eine Akte. Cool. Eine falsche Taste. Okay. Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass sie Wissenschaftler sind. Ich möchte einfach nur hier raus. Wieso wird denn jetzt schon wieder?
Menno, ey. Der Assembler, die Zukunftskammern, die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe, wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze alles am Ende. Okay, das ist jetzt hier das Hauptlabor, oder what? Mal blöd gefragt, warum höre ich eigentlich auf den Typen, dass ich hier irgendwen töten soll? Es ist ja Mord. Und ich möchte das gar nicht. Drehe das Ventil für den Nährungsflüssigkeitsbehälter zu. Was? Ist das Billy? Ey, der arme Typ, Alter. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Ja, genau. Erklär's du. Wenn es für dich okay ist, Leute warum zu bringen. Merk of the Hedrick Systems, morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Einen Moment. Da sind wir wieder, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. So, Merk of the Hedrick Systems, morphogenischer Antrieb, Wartungsplan und bla bla. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle lebenserhaltende Systeme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1, der angereicherte, oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten große Schmerzen führt oder zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch einen Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich betätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls des Lebenserhaltungssystems 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Okay. Also im Umkehrschluss, wir müssen jetzt, bitte, was ist da hinten los? Wir müssen jetzt hier irgendwie irgendwas ausschalten. Da drüben ist doch noch wer. Hello, Mister. Hallo. Hallo. Ihr Pieps, Einslauf. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt hier hin? Hier gibt es nur eine Batterie. Hier gibt es eine Tür, die wir nicht öffnen können. Die wird sich wahrscheinlich später öffnen. So, also wir müssen mal ganz kurz mal gucken. Drehe das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter zu. Ja, und der ist wo? Also hier wird ja der Typ drinne sein. So, hier gibt es drei Schläuche, die irgendwo hinführen. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass ich hier hin muss. Richtig? Richtig. Und hier geht's. Life Support. Fluid. Okay. Okay. Das ist die Lunge von Billy Hope. Seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt. Alles muss zerstört werden. Er muss sterben.
Ich verstehe noch nicht ganz, warum der Journalist, ja, so erpicht ist, alle Billy jetzt zu töten. Weil im Endeffekt selber ist doch kacke. Also, das muss doch nicht gut ausgehen. Vor allen Dingen ist Billy der Warrider und möchte Billy uns deswegen eventuell töten, weil wir ihn jetzt töten wollen. Das könnte doch auch möglich sein. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke, Frankenstein oder der moderne Prometheus von Marley Shelley, Kapitel 4 Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist es, ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Okay. Und was kann ich jetzt hier machen, außer dieses dreckige Dokument zu finden? Achso, hier geht's noch weiter. Okay. Lass mich raten. Und hier muss ich jetzt das Ventil abschalten. Do not turn the valve. Und da brechen schon so den unterirdisches Labor. Ja, und wo ist jetzt der Generator? Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns jetzt mal wieder das Mystery verfolgt. Ah! Ist da oben die Tür aufgegangen? Alter, das geht hier so ab. Das ist ja schon nicht noch mehr normal. Aua. Wisst ihr was? Ich hab no fucking chance gegen diesen Typen. Ja. Der verfolgt mich, der macht. Ja, du. Hier, Pause. Interessiert mich nicht. Der verfolgt mich, gibt mir Zeichen, wie ich flüchten kann. Ich meine, okay, er ist jetzt pisst. Weil ich gehe jetzt mal von aus, dass der Geist, der da ist, dieser Billy ist. Klar, ich wäre auch pisst, wenn ich jemandem helfe, da irgendwie wegzukommen. Und auf einmal der die Systeme abschaltet. Ja, dann bin ich ja weg. Ja, dann ist ja komplett Ende Gelände. Gut. Ich habe aber nur fucking Chance gegen den Typen. So, und ich weiß jetzt auch nicht, wie und nö. Einfach nö. Ob wir es schaffen oder nicht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich selbst bin gespannt. Und ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder ein bisschen Spaß. Bei der heutigen Folge. Bitte lasst ein Like da, lasst einen Comment da und wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich ein Abo, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und bis dahin sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Reingehauen!